Moinsen, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zum Video, ja. Ich wollte mich heute Morgen hier auf meinen Kanal einloggen und bin ja gerade so in der Planung zu Patch 9.2, habe ich ja echt viele Projekte vor mir. Naja, ich logge mich ein, gucke auf meinen Kanal und denke mir, hä, bin ich denn hier gelandet, Alter? Ja, und dann schaue ich so rauf und sehe Eternum ETH auf mein Handy. Habe ich eine Nachricht bekommen, dass irgendwie ein Video hochgeladen wurde, was von irgendwie GEMA-Rechte verstößt oder was weiß ich. Und ich dachte mir schon so, ach, das habe ich jetzt schon wieder für einen Scheiß gebaut, so ist es. Naja, auf jeden Fall gucke ich nach, gehe auf meinen Kanal. Und alles ist geändert. Mein Name ist neu. Meine Videos sind alle raus. Gott sei Dank sind die auf privat gestellt, die sind nicht gelöscht. Die werde ich jetzt gleich hier im Anschluss des Videos wieder online stellen. Oh, Wahnsinn, mein kompletter Kanal wurde gehackt. Alles wurde gehackt. Ich muss alles nochmal neu machen. Ich muss jede einzelne kleinste Einstellung ändern und tun und machen. Ich gucke auf mein PayPal-Konto. Alter, mein PayPal auch gehackt. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat PayPal schnell reagiert und hat das PayPal-Konto gesperrt. Ja, das ist auch nochmal so eine sehr, sehr feine Sache. Das ist alles wieder zurückgesetzt und alles gut. Naja, aller Fall, ey. Hab ich heute Morgen jetzt erstmal mich erschrocken und einen richtigen, ja, Schrecken bekommen. Wahnsinn, also ich habe so viel Arbeit in diesen Kanal reingesteckt und dann stehst du eines Morgens auf, weil dann alles ist weg. Ja, also es ist verrückt. Hier, keine Inhalte mehr, kein gar nichts mehr. Aber halt, ich habe meine ganzen Playlisten, muss ich alle wieder neu erstellen. Ne, das ist halt natürlich, ja, verrückt. Ne? Also ich muss jetzt halt komplett die ganzen Videos alle wieder auf Upload stellen und. Ja, Leute, also so schnell kann es gehen. Ne? Man passt einmal nicht auf und dann kommt sowas. Ja? Vor allem dieses Eternum, was mich jetzt mal interessiert, ist einfach nur, gibt es noch mehr von diesen Eternum-Kanälen? Also es muss ja. Also ich bin der Meinung, ja, ich habe schon mal was davon irgendwie gehört oder gelesen. Ich werde jetzt einfach mal nachschauen hier. Also ganz fix. Zack. So, werden wir mal suchen hier, ne? So. Eternum. Ja, gut, das war, es ist wahrscheinlich irgendwas hier mit den. Ah, das stimmt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Das soll wahrscheinlich so diese Währung sein, diese ja, Online-Währung, diese, ne? Ähnlich wie Bitcoin. Aber ich bin der Meinung, ich habe schon mal Kanäle gesehen, die halt dieses Eternum haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der Wahnsinn. Also ich bin sprachlos. Es ist echt, echt verrückt, was hier gerade passiert. Vor allem halt auch mein Kanallogo ist anders. Alles ist anders. Ich bin froh, dass die Videos nicht gelöscht wurden. Und vor allem jetzt hier, schaut mal hier rein. Ja, hallo, Eterno ETH. Ne? Also, normalerweise wird jetzt hier stehen, Shell One. Und dass halt ein Video hochgeladen wurde, das halt gegen die Richtlinien verstößt. Und Leute, ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Alter? Ich bin absolut sprachlos. Ich muss jetzt auch direkt erstmal eine E-Mail schreiben an YouTube und an alle anderen, so dass halt mein Kanal gehackt wurde. Und ja, jetzt hier erstmal wieder sehr, sehr viel Aufräumarbeiten vor mir. Vor allem, Leute, es ist ja einfach so, da wo ich dabei bin, alles zu planen für 9.2. Ich bin gerade voll dabei, Thumbnails zu erstellen. Ich habe wieder einige Thumbnails erstellt, so es soll ja irgendwann, so wie ich gehört habe, soll jetzt ja Ende Februar losgehen, 9.2. Ich wollte vorher jetzt nicht unbedingt Guides raushauen, weil was bringt das jetzt, wenn ich jetzt Guides raushaue, die für vielleicht für 2, 3 Wochen aktuell sind und dann wieder neue komplette Guides raushauen muss. Das, was ich plane, das sind gute, ich will schnellstmöglich zu 9.2 alle Klassen abarbeiten. Ich will das versuchen, ich habe da noch eine Kooperation, versuchen, dass ich 20 oder 24 DDs, dass ich erstmal alle komplette DPS-Klassen hochlade, sofort innerhalb von einer Woche, das wird sehr viel sein, was ich hochlade, zu 9.2, dass die halt alle schnellstmöglich da sind für euch.
Aber dann kommt jetzt hier dieser Hammer. Oh ja, ganz ehrlich. Das ist verrückt. Das ist einfach nur verrückt, dass ständig immer irgendein Scheiß hier passiert. Ach ja, genau. Gut, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn einer irgendeine Ahnung hat, was es damit auf sich hat, schreibt es mir in die Kommentare. Denn das ist wirklich ärgerlich. Ich habe jetzt halt auch keine Ahnung, wie lange der Kanal jetzt geändert wurde. Ich war jetzt einen Tag lang oder so nicht online. Einer Fälle. Naja, so ein Tag ist halt natürlich wahnsinnig viel Arbeit und auch, ja, es sind natürlich auch Abonnenten und Aufrufe und alles drum und dran, was ich verpasse in dieser Zeit, ne? Und vor allem die ganzen Videos jetzt erstmal wieder online zu stellen, das ist jetzt, ich habe jetzt sicherlich nochmal 2, 3 Stunden, 4 Stunden Arbeit hier vor mir, diesen Kanal wieder auf Vordermann zu bringen, ne? Mit neuem Logo und allem drum und dran. Jo, die Leute, ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao.